Recht herzlich willkommen zur 43. Folge von Europa Universalis mit Frankreich. Wir sind im Krieg gegen die Engländer und sehen gerade richtig schäbig aus. Da sind 27 Armeen in unserem Land von den Engländern und hier unten ist auch gerade nicht rosig mit zwei Armeen noch zusätzlich, die gerade uns angreifen. Sieht gerade ganz schlecht aus. Tja, irgendwie müssen wir die Sache aber beenden. Und irgendwie müssen wir wahrscheinlich da mal die Pfalz. Trat ein Militärbündnis bei unserem Feind Österreich bei. Oh, super, ist kein Wunder, die kommen jetzt auch noch wahrscheinlich. Ja, die ziehen alle da runter. Ja, schwierig, ne? Was machen wir jetzt? Gute Frage. Hier oben haben wir zwei Schiffe liegen, die uns aber auch nicht mehr weiterhelfen. Unterstützen wird uns auch niemand. Er will schon gegen die anderen da kämpfen. Die sind ein bisschen schlecht. Und das Bündnis gegen uns wird ja auch immer stärker. Ja, das fällt gleich auch noch. Die zwei Armeen haben es dann doch geschafft, dahin zu laufen. Ja, dann lassen wir da noch rüberziehen und dann ziehen wir sie gemeinsam dahin. Macht ja auch Sinn, die dann zu vereinen, denke ich mal. So, dann mal dahin. Gascogne wird schon belagert. Wollen wir doch mal gleich gucken, dass wir das irgendwie noch hinkriegen. Ja, die müssten wir eigentlich schlagen können. 12 gegen 2, jetzt sind sie nur noch 11. Kommt auch die große Armee nach. Vielleicht haben wir Glück und schaffen das vorher noch, die zu schlagen, ohne dass wir einen auf die Nuss kriegen. Aber das sieht gerade schlecht aus. Das sind nur 16 Engländer. Und da sind auch noch Österreicher bei. Okay. Okay, das haben wir geschafft. Aber ich ziehe mal trotzdem weg. Weil die kommen da ja runter, ne? Ja, das wäre da immer mehr, oder wie sehe ich das? Aber wir verschwinden mal lieber. Das bringt uns nämlich gerade nicht so ganz so viel, da zu bleiben, glaube. Ja, die sind verdammt fix. Die laufen hier und schneiden uns den Weg ab. Machen wir gerade eine Pause. Warum? Sachsen. Sachsen gegen Böhmen. Sachsen. Okay. Ja, hier laufen sie schon nach. Ich glaube, wir können gar nicht verschwinden, so schnell wie die hinter uns herkommen. Die sind irgendwie, weiß ich nicht, wahrscheinlich haben die alle ein Fahrzeug dabei, dass die da vorankommen und wir nicht, ne? Ja, toll. Können wir noch die Verstärkung reinziehen, aber im Endeffekt wird das auch nicht helfen. Da sind wir auch schon wieder mit einer Niederlage behaftet dann. 15 gegen 10. Ja, da kriegen wir auch einen aufs Hörnchen. Die ziehen auch wunderbar nach hier. Und weitere Verstärkung haben wir nicht mehr. Ja, und damit ist die Niederlage auch besiegelt, ne? Ja, wir können dann versuchen, jetzt nochmal zu verhandeln. Diplomatie. Das ist verloren. Frieden verhandeln. Das denen geben. Flandern auch noch. Wann haben sie denn genug?
gar nie, ne? Ja, ich glaube, den können wir gar nicht genug heute geben. Dass die zufrieden werden würden. Wert des Friedens schon 200 und... Wir können unser ganzes Land denen geben und es passiert nichts mehr, oder was? Komisch, ne? Angebot entfernen. Das ist ein Angebot vorschlagen, okay? Ja, es bleibt uns momentan nichts anderes über, ne? Also das würde ich ja gerne nicht machen, ne? Schwierig wird das. Kernprovinzen zurückgeben. Oh, dann wären sie schon zufrieden. Finanziell müssten wir dann aber noch was rücknehmen können, oder? Sollten wir gerade die Pause reinmachen, bevor wir da verhandeln. Angebot entfernen. Angebot vorschlagen wäre das. Das möchte ich aber nicht abgeben. Normandie, Orléans, Toulouse. Toulouse wäre das, Orléans. Ja, nur ein Land mittendrin. Normandie. Das. Champagne, okay, da wären sie schon zufrieden, mit den drei Ländern aufzugeben. Berry. Okay. Auvergne. Würde auch gehen. Das würde auch gehen. Ich glaube, dann machen wir das. Armagnac. Normandie, was war das hier? Das. Armagnac, das sind drei gleich. Das würde ich auch nicht machen wollen. Ja, müssen wir die wohl eingestehen, dass wir das abgeben? Was haben wir hier noch? Verträge aufkündigen. Ja. Ansprüche aufgeben auf. Nee, machen wir so. Das machen wir nicht.
das wollen sie schon haben. 56 Wert des Friedens. Nation entlassen wir hier. Perry wäre auch da möglich, aber das wäre nicht so gut. Bourbonnais, na, da sind sie nicht zufrieden mit. Ja, wir müssen es machen. Zack, wir senden das mal. Und gucken, ob der Frieden angenommen wird. Ja. Tja. Ja, gut. Das ist eine Provinz im Prinzip von uns. Wir senden den gleich im Bündnis. Dann haben wir das schon wieder in unserer Macht. Bündnisaktion. Oder sie singen. Gut, was gibt's Neues? Gute Zeiten. Künstlerische Sachen, Philosophen, Poeten. Ile-de-France, kommen sie alle hin. Tja. Das wäre positiv. Alte 15 militärische Macht, administrative Macht. An Vision ist dort nicht zu denken. Alte 15 militärische Macht, erhalte eine Basisproduktion in Lyonnais. Tja. Ich glaube, ich nehme das erste. Das brauchen wir jetzt gerade nicht. Grundsteuer plus 1 oder Basisproduktion in Lyonnais? Ich gehe dahin. Gut. Was ist das? Angebot für Staatsehe von... Ja, das nehmen wir doch mal an. Rebellenaufstand. Portugiesische Nationalisten. Das sind die unten hier. Maßnahmen ergreifen. Raue Behandlung. Eine Kronprovinz machen, das ist doch das, was wir brauchen. Ne? Gut. Zeit läuft wieder. Wir müssen auf Dauer hier schauen, dass wir das wieder zurückkriegen. Aber momentan ist das schlecht. Sieht nicht gut aus. Da rot, da oben rot. Wir wollten die Engländer eigentlich loswerden. Mit denen haben wir uns jetzt hier... Wo sind denn unsere Diplomaten unterwegs? Die sind alle frei. Beziehungen verbessern müssen wir da erstmal. Ja, das kriegen wir aber hin. Gut. Sieht es mit Beziehungen verbessern in Provence aus? Sollte auch möglich sein. Dann haben wir schon mal was zu tun. Wie sieht es mit den Savoyen aus? Ah, die sollten wir vielleicht noch mehr. Ja, wie ist denn so die Diplomatiekarte? Sieht so aus. Was haben wir da noch für eine schicke Karte? Meinung. Ja,
wen kriegen wir denn noch hinter uns? Die Kasti. Portugiesen haben sogar eine bessere Meinung von uns wie die Spanier. Aragon. Was ist denn hier unten mit Tunesien? 23 plus. Vielleicht sollten wir uns mit den Tunesiern mehr gut stellen. Was haben wir hier? Neapel. Mailand. Und das hier ist... Ja, wie heißen die? Ungarn. Beziehung will ich da nicht mit. Nein, will ich Bündnisaktion. Oh, die würden sogar ein Bündnis haben wollen. Die würden das unterstützen. Ja, das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Da würden wir uns mal darüber Gedanken machen. Dann könnten wir die Österreicher mal in die Zange nehmen, ne? Die sind uns ja gerade bei den Engländern in den Rücken gefallen. Gut, okay. Aber ich würde sagen, für diese Runde soll es reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.